Hallo, wir befinden uns hier in Frankfurt am Main im Premier Inn Frankfurt Messe. Das ist das erste Hotel der Kette hier überhaupt in Europa auf dem Festland. Ich bin anlässlich des Barcamps Rhein-Main hier und habe mich hier eingebucht. Zimmer im dritten Stock bekommen. 319 ist die Zimmernummer. Das Hotel ist erst 2016 eröffnet worden, also noch relativ neu. Man sieht das auch der Zimmerausstattung an. Ein schön beleuchtetes, großes und ich habe schon mal drauf gesessen, gemütliches Bett zu meiner Rechten. Dann gibt es hier noch eine Couch direkt am Fenster. Das lässt sich sowieso nicht öffnen, was aber hier in der Richtung nicht so schlimm ist. Draußen wird noch gebaut. Man kann das ein bisschen durchs Fenster sehen. Straße führt lang. Ist jetzt also sowieso nicht so wirklich der Ausblick. Es gibt hier Schreibtisch mit einem Smart TV, der wohl auch noch diverse Schnickschnack-Sachen dabei hat. Man kann hier auch sein Endgerät direkt dran anschließen. Wasserkocher ist da, Tassen sind da und Gläser sind da. Man kann sich also noch einen Tee machen, wenn man möchte. Gibt ein kleines Regal, wie man hier so sieht, mit Kleiderbügeln. Ein Schrank fehlt, also wer jetzt hier für längere Zeit bleiben möchte, muss halt mehr oder weniger aus dem Koffer leben. Meiner steht ja auch an der Seite. Ein Föhn ist hier draußen direkt am Spiegel, der oben drüber ist. Badezimmer mit Dusche. Sieht auch ganz nett gestaltet aus. Und noch eine große Regendusche oben drüber. Es gibt auch Zimmer mit Badewanne und es gibt auch Zimmer ohne dieses Sofa, die einen Stuhl dafür drin haben. Ich habe jetzt keine direkten Wünsche vorab geäußert, also von daher, mir ist das mit der Dusche auch recht. Ich bin eher so ein Fan von Duschen für solche kurzen Aufenthalte. Wenn ich jetzt hier irgendwo für eine Woche wäre oder so, würde ich dann schon reinschreiben in die Reservierung, dass ich gerne ein Zimmer mit Badewanne hätte, aber so nur zum Schlafen hier vollkommen ausreichend. Ja, was soll ich noch zum Preis sagen? Ich habe ganz offiziell über die Webseite des Hotels gebucht und habe pro Nacht 35 Euro gezahlt und zusätzlich noch 9,90 € pro Tag für das Frühstück. Da bin ich morgen schon drauf gespannt. Ich glaube, für den Preis, da kann man absolut nicht meckern. Das sind aber, glaube ich, auch eher so wirklich die Wochenendpreise, wenn halt keine Messe, Großveranstaltung, sonst was ist. Dann sind, glaube ich, die Betten hier in Frankfurt doch ein wenig überdimensioniert von der Zahl und dann versuchen halt die Hotels mit solchen Schnäppchenpreisen am Wochenende die Betten zu füllen. Hat bei mir geklappt, wie ihr seht. Da kann man nichts viel verkehrt machen. Ich bin übrigens, das ist hier in der Nähe von der Messe, man kann vom Hauptbahnhof aus in circa 15 Minuten maximal hierher laufen. Tja, Premier Inn Frankfurt Messe, das erste Hotel, der sonst nur auf den britischen Inseln bekannten Kette hier in Europa überhaupt, macht für mich einen sehr guten Eindruck.